So Leute, herzlich willkommen zurück. Nun sind wir hier. Wie gesagt, die anderen haben irgendwann mal gefeiert. Sind jetzt, so wie es aussieht, zwischendrin mal kurz, haben sich kurz verpisst. Guck mal, ein bisschen Blut. Hey, was denn das? Was ist das? Ein Heiltrank. Ist aber schön. So, wahrscheinlich müssen wir jetzt auch alle gerade da reinrennen und jubeln oder sowas. Und was ist das? Was ist das? Eine Schleuse, da was? Oh, da muss der Fahrkarte durch, kann ich in die U-Bahn einsteigen. Hallo. Na. Auge verloren. Let's hear that report again. Will nochmal der Bericht. Nochmal. Warum Sir, will der jetzt nochmal einen Vessel Bericht? 6 has been confirmed destroyed. Looks like we have an anomaly on our hands. What about the 401st and 903rd? Was für eine Anomalie, hallo? Keep trying. Sir, wollt ihr sagen, ich bin eine Anomalie oder was? Byakuya 10, this is Kusabi. Byakuya. Was Namen hier? Was ist wieder? Sir. Welchen Überlebenden? Ich hab eigentlich. So, you are certain you saw the enemy using magic. Nö. Yes, sir. Nö, hat er nicht. Understanding is that after witnessing this, you fled from the battle. Then your unit was annihilated. Nö, ist nie passiert. Correct. Yes. I thought it was my duty to report. In the Militesi army, we do not tolerate soldiers who flee from their fear. The 161st company was wiped out by Dominion magic. Der ist also nicht so begeistert darüber, dass er abgehauen ist, was natürlich sehr verständlich ist, denn Fahnenflucht oder so ist nicht gerade ehrenhaft. So even though a sea like Kune okay. Keep the Vermilion Bird Crystal in check. Ich blick irgendwie gar nicht durch die Geschichte. Ich bin so ein Dreck. Woher kommen denn diese widerlichen Ratten? Welche Ratten? Alter, was ist denn hier los? Was ist das bitte für ein Sprung? Wo sind wir jetzt? Alter, wer ist das? Alter, bleib mal ganz geschmeidig. Alter. Alter. Leute. This really sucks. Toll. Mal kurz runter, die Dinger wieder belebt, abgehauen oder was? Wow! Und ich dachte schön, das sind Freunde. Aber. Ja, sag mal, habt das Ball! Alter! Leute! So, komm. Leute, lasst uns mal einen Wall bauen! Wow. Ah, jetzt machen wir erst Schaden, Mann. Was ein Scheiß. Komm, komm, das kriegen wir noch runter, bevor er das Ding zerstört. Komm, jawoll. Jawoll, es hat geklappt. Nächster. Und? Hauen Wall hin, zack. Sehr schön. Waren das nur zwei? Das waren doch vorhin einige mehr, oder? Toll, meine Energie ist so gut wie komplett im Arsch. Zumindest mal Sachen. Wohin hat er sich jetzt verzogen? Der LC dahin? Da rein. Die Tür lässt sich nicht öffnen. Klasse. Das ist natürlich wunderbar, wenn sie nicht öffnen. Na gut, dann gibt es nicht arg viele Möglichkeiten. Dann müssen wir da hinten lang. Folgt mir, Leute. Okay. Die nervt mich ja jetzt schon, die Alte. Damn it. Oh, this sucks.
So ein Dreck. Try something new. Ja, das sieht aber nicht gut aus. Los, lass mich die Platz machen, die Alte. Bah. Das sind wir, haha. Geh mal ab, es geht rund. Ach, ich liebe die Animationen, das sind richtig schön. Fantasy, ja, Überraschung. Jawohl. Did we get him? Nö. What the? Alter, was ist das? Alter. Ach du Scheiße. Ich wollte eigentlich noch mal in Ruhe schlafen hier. They summoned here? Inside my jammer field? How? Das ist tatsächlich eine Espe. Aber welcher Gott soll das darstellen? Also, ich kenne. Kein Gott, das auf einem sechsbeinigen Pferd reitet oder so. Schon nie in meinem Leben gesehen und werde ich wahrscheinlich auch nie wieder sehen. Ist das Ganze noch mit Tutorial oder muss ich jetzt selber kämpfen, Leute? Esper. Ach Gott. Mondspalter, Flächenangriff, Kavallerist, Odin. Ah, das soll Odin sein. Drängt vorwärts. Satz, Leibnir, weich springt Angriffen aus. Tödlicher Angriff zum Aufladen gedrückt halten. Zum Netz. Was auch immer. Alles klar. Na dann. Ja, die Esper, sie kämpft. Ja, hallo Leute, gibt's auch noch andere Angriffe hier? Ah, hier. Ja. Zack, weg mit dir, kleiner Soldat. Was willst du von mir? Zack. Die Esper ging's gerade mal richtig ab. Hier. Yeah. Aber Odin, also reitet er auf Sleipnir, das stimmt soweit eigentlich. Allerdings hat Odin meines Wissens nach nicht so scheiße ausgesehen. Toll. Wozu hatten wir jetzt Odin? Dürfen wir jetzt recht selber machen oder was? Das ist natürlich wieder ganz toll. Deine Kampfmitglieder haben gewechselt. Tatsächlich, da ist auf einmal eine langhaarige Weiße dabei, hallo. Habe ich noch nie gesehen, so. Ja! Oh, ich merke. Gar nicht mal so schwach. So. Hua, hua, immer schön ausweichen. Nur so geht's vorwärts. Ihr seid so kleine Penne, ouch. Ja, du mal ein bisschen mit Karten vollschmeißen, die Alte. Da! Das ist das eindeutige Rollflash. Kannst du mir erzählen, was du willst? Das muss eindeutige Rollflash sein. Alter, warum heilt sich das Drecksvieh? Verpiss dich, du hast dich nicht zu heilen. Haha, ich hab dich, du Penner. Darf ich jetzt auch da an die Meere entziehen? Darf ich? Nein, darf ich nicht. Schade. Was eine Prügelei hier. So, Bilanz. Okay. Anzahl der Chaos 5. Das ist aber schön.
Mission abgeschlossen. Sonderbelohnung Magie aktualisiert. Feuer FLT freigeschaltet. Mission abgeschlossen. Final Elixier mal 1. Okay. Als Ace 30 Gegner besiegt. Okay. Sonderbelohnung VP Sortiment aktualisiert. Akademie Deck freigeschaltet. Als Ace 10 Anime gesammelt. Ja, aha, aha. Anime oder wie haben wir das? Ach, man weiß ja auch nicht. This sucks. Die regt sich wohl immer noch auf, ne? Tja. Ist jetzt mal schön warm hier in der Arena. Das haut die auch noch ab, ich glaub's nicht. Möchte die denn etwa nicht verbrennen? Welcher normale Mensch möchte nicht brennen? Are you people? Das frage ich mich selber. Those red cloaks. No way. Ja. Ninetale is down. Communication lost with Kunmi. Impossible. What's going on out there? Also die Grafik von dem Gesicht, die ist aber nicht gerade besonders toll. A Vermilion Bird Lassie. I've lost contact with the 204th and 208th. Get our men out of there. Attention all units in Dominion territory. Halt all military operations and withdraw at once. Retreat! Rückzug, Rückzug, Rückzug. Ja, ja. Send HQ a code 991. 9-11 würde ich noch wissen, was ist 9-9-1? Hallo? Tja. Das Leben ist hart. 6 Stunden nach Beginn der Operation? Okay. Die Frage ist nur, dreht sich das alles jetzt um die Schlacht hier, oder? Dreht sich das alles jetzt um die Schlacht hier? Da gibt es auch noch so normale Geschichte irgendwann noch. Ja, das ist. Okay. Puh, ich kann mit dir reden. Hallo. Lass einmal die Platte unsere Verbindung zum Kristall unterbrechen kann. Schrecklich. Ja, das ist echt scheiße. So. Wer bist du? Mhm. Keine Ahnung, ich glaube ich nicht. So. Ja, Alter, das sieht ganz schön fertig aus, Mann. Okay. Gut. Nicht mal aufgefallen. Klasse. Okay, geht's voll ab hier. Ich hab's denen gezeigt, ihr nett, ihr Vögel. Muss niemals ergeben. Lang lebe die Republik. Oh, ich könnte auch noch hier wechseln. Nein, kann ich nicht. So. Und jetzt laufe ich dumm in die Gegend rum. Tja, kann ich jetzt rein? Holla, tatsächlich. Ich kann ja tatsächlich rein. Bin ich ganz geschockt. Gar nicht mit gerechnet. Ja. Das hört sich doch mal gut an. Rubrum is not in this alone. All of Orient must confront this challenge. I hope that you will all remember this as a new. Die raucht erstmal eine, genau. Anthony McReadings in Lorca. What? What? Alter, was war das? So, können wir jetzt endlich weiterkämpfen hier? Ich bin heiß auf den Fighter. Richtig heiß auf den Fighter. One day, historians may refer to this as Tempus Finis. Nonsense. This is not the beginning of the end. Thanks, it is the first ray of hope, one that we've brought forth. Toll. Klasse. 12. Wassermond. Alter Schlappe. Wow. Das ist jetzt natürlich mal ein kleiner Wirbelsturm hier. Ach, das ist eine Bombe. In the blink of an eye,
The Lorican Alliance, which had stood proud for 700 years, was completely erased from the continent of Oriens. Das ist natürlich mal eine heftige Bombe. Natürlich wollen wir bisher den Spielfortschritt speichern. Hallo? Was eine Frage. Jo, schön drüber speichern. Fertig. Gut. Alles klar. Kann's weitergehen. Kapitel 2. Das Banner des Feuervogels. Erinnert mich so ein bisschen an Tribute von Panem, ne? 14. Wassermond. Hm. Jetzt natürlich die Frage. Wie lang ist das her? The Kingdom of Concordia, home to the Azure Peristylium, das ist so die Frage. Began defending the airspace over its territory and that of the Dominion of Rubrum. Okay. Wer die komischen Länder Nürl. Concerned the war might spread to other nations. Concordia sought an immediate cessation of hostilities. Es geht also voll um den Krieg hier die ganze Zeit. Holla die Waldfee. Das ist natürlich heftig. Fünfte Armee da, die 15 da, so weiter und so fort. Und ich habe keine Ahnung, wie man die Stadt ausspricht. Man. Narr oder was? Narr Oma? Nein. Rrrr. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ist mir eigentlich auch Wayne. Consortium of Eight, Rubrum's supreme ruling council, spent several days debating how to recover their lost territory. Dann würde ich mal sagen, ziehen wir die Strategie durch. Auf. With our forces' current state, do you really believe we can defeat the Empire? Ich schon. In a full-scale conflict? Ich kann das alles. We'll have to abandon our outer territories and focus on defending the capital and retaking key strategic areas. We can make up for our disadvantage in numbers with the sea. The Empire already unleashed the sea on us during this invasion. Okay. We're lucky that it wasn't a Primus. If they want to throw dirt at us, I say we just throw it right back at them. My, you've quite the sense of humor. Warum? Das ist gar nicht so witzig, really das think ist. A sea would accede to the wishes of the consortium? Why not? Genau. The Vermilion Bird Crystal was attacked by an enemy Lassie. It was mal immer locker bleiben hier. There's no way that mit mir reden. Could refuse to aid us in this situation. And if the Lassie operated by that logic, you might actually have a point. Only the Vermilion Bird Crystal has the power to direct the Lassie to help us. And the wills or wants surrounding that do not. Das ist mir wieder faszinierend, wie lange die erzählen können hier. Da schlafen mir gerade die Backen ein. Might I offer a suggestion? I understand the cadets who were involved in the liberation were unaffected by the jammer and managed to repel the White Tiger Lassie. Can we create more soldiers with the same magic technology used to create them? Tja, das ist eine gute Frage. Das wäre echt auf gut Deutsch eine krasse Scheiße. So. Und da wurde hier geplackt. Die raucht immer noch. Sorry, I'm late. Ist das Weißer vorne die Esche oder ist das, ja, das ist eine Kippe? Dann habe ich schon langsam abklopfen hier. You can't simply repeat what I've done with the children. And the tech itself is classified. Disclosure is out of the question. Dr. Aracia, have you learned anything about the crystal jammer? Alter, lass mich einfach nur mal weiterkämpfen jetzt hier. I can't say with certainty though that no human could operate the jammer. It would take a lassie. However, my scanners haven't detected any major disruptions since Lorica's little disappearing act. Based on the data, I believe that something has happened to the lassie. Ja, ich hab sie übelst durchgeprügelt. So. Even if that's true, do you have an actual plan to get us out of this current mess? Just deploy the cadets. Genau. I believe that is the best way to turn the tide of battle without compromising our defenses.
Undeniably, the Agito cadets would make for a potent implement. Genau, jetzt schick uns endlich mal los und hör auf zu labern, Mensch. Das kann doch alles nicht wahr sein. Ich will kämpfen. Now, if the sea won't help us, what choice do we have? Very well. Shall we defer to the Chancellor's judgment? The Dominion's very existence is imperiled. Each of us will be put to trial. Dann schick uns los. Nee, für uns nicht. Jetzt schick uns los. Stake, natürlich, wenn wir das machen, deshalb schick uns jetzt los. Very well, then. Shall we make it official? Ja, ist es. Das ist echt witzig. Ne? Würden die nicht so lang quatschen, hätten wir den Krieg, glaube ich, schon längst gewonnen oder so. Oh, haben sie aber schnell wieder aufgebaut hier alles. Das hat echt mal beschissen ausgesehen, muss man echt sagen. Ach, guck mal, da bin ich. Hey, Bros. Was geht mit euch schief? Gut. Toll. Herzlich willkommen. Keiner von uns wollte das Gerücht über den Kampf gegen die Militen, Zikralen, Kadetten der Anfeuerung immerhin glauben. Aber hier seid ihr also. Ja, sind wir. Mein Name ist Aki, Kadettin der Klasse 1. Toll. Willkommen an der Akademie des Roten des Roten Vogels. So. Als erstes solltest du dich in dein Klassenzimmer begeben. Alter, ich will nicht lernen. Wir können dich offiziell nur dann registrieren, wenn du deinen Kommandanten getroffen hast. Bieg in der Haupthalle scharf nach links ab. Schon bist du auf dem richtigen Weg. Du hast eine Karte Akademie-Geländes erhalten. Öffne das Menü, Option. Siehst du auf der Karte dein nächstes Ziel mit Vogelsymbol markiert? Neben all unseren Privilegien dürfen wir auf keinen Fall unsere Pflichten vergessen. Also geh schon, lass deinen Kommandanten nicht noch länger warten. Dann halt mich auch nicht auf, sondern lass mich laufen, Menschenskinder. Optionen. Navikarte oder Weltkarte? Ach du Scheiße. Navi-Card, klasse. So, verwirrt. Wo ist denn hier eine Karte? Wo ist denn die Karte von Yanlo? Wo ist denn hier die... Sag mal. Wie viel Karte gibt's denn da bitte? Schalala. Irgendwann werden wir auch nochmal da landen. Hüpft die ganze Zeit dran vorbei. Das gibt's dann nicht. Ich bin schon 20 Mal dran. Das ist doch ein... ein richtiger Scherz. Ja, das dauert jetzt, dass ich eigentlich noch da rumrennen kann. Ne? Lala. Egal, ich weiß ja, wo ich lang muss. Haupthalle und. Na, Kiddies. Hast du dieses fliegende Schiff gesehen? Das ist so, hui, einfach über uns hinweg, ja. Schön. Und wen sollte das bitte interessieren? So. So that's the great vermilion bird. Ja, toll. So. Jetzt ist nur die Frage. Haupthalle scharf links. Ich bräuchte mir jetzt so einen Speicherpunkt oder so. Das wäre echt cool, Mann. Oh. Haupthalle. Schön. Mann, ist die riesig, Alter. Kann ich teleportieren. Cool. Der Haupthalle scharf links. Soll das sein, oder wollen Sie darüber? Was ist das überhaupt? Klassenzimmer? Klassen 9 und 10. Klassenzimmer der Klassen 11 und 12. Alter, was ein Scheiß. Das ist ein Klassenzimmer. Oh. Der Flur. Na dann, auf in den Flur. So. Ey, ich habe schon auf dich gewartet. Bevor du offiziell zum Kadetten wirst, muss ich dir noch was sagen. Wie bisher werdet ihr auch weiterhin eine Mehrere für mich sammeln. Daran wird sich nichts ändern. Halt.
Es gibt nur einige wenige Menschen in Orient, die wissen, wie man Helio. Neben euch sind das die Beamten der Magiefakultät. Auch sehr viel weniger Menschen wissen, dass was es mit dem Zeug überhaupt auf sich hat. So, zwei neue Kadette werden sich heute der Klasse 0 anschließen. Warum Klasse 0? Oh Mann. Über die wahre Natur der Anime wissen sie allerdings nichts. Schön. Ihr seid zwar in derselben Klasse, aber gleich seid ihr nicht. Ihr 12 seid etwas Besonderes. Vergiss das nicht. 12? Ich bin allein. Ja, muss ich hin? Muss ich dahinter? Cool. Ein Speicherpunkt, okay. Ein Relikt. Das ist natürlich toll. Gucken wir erstmal Aufwertung. Gibt's was Neues? Gibt's was? Nein, gibt's nicht. Alter, was war da? Alter Vater. Ach du Scheiße, wie viele Leute sind das? Lass mich raten, 12. Aber trotzdem, ich bin ja total geschockt. Nein, okay. Da kam ich das aufrechte. Der Tray. Feuerball greift das Ziel an und entfacht gleichzeitig eine Feuerbarriere. Das ist natürlich richtig cool. Ja, lernen wir. Ja. Wieder ein Slot. Toll. Der Eisbomb oder Pfeilregen? Ich würde sagen, der Eisbomb. Gut. So, haben wir noch 6. 6 ist gut. Pfeilregen Stufe 2. Hört sich doch gut an. So. Gut, haben wir den. Alter. So viele Leute, Mann. Das ist nicht mehr normal. Dann kann ich nur den Entkräftungsschuss. Feuert Munition ab, die die gegnerische Verteidigung senkt. Gut. Klingt logisch. Ja, komm, du mal das da beim... Elementillerie, was auch immer. Elementillerie. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Egal, klatschen wir es dahin. So. Verstärkt, reduziert die AB-Kosten. Okay. Was nehmen wir? Tun wir das mal. Das ist reduziert. Gut, was haben wir denn? Oh Gott. So viele Leute zum Aufrüsten. Ladungsangriff. Okay. Magnitudenstärke. Kann man sogar beides lernen. Ladung Stufe 2. Hm. Komm mal. Schön. So. Gut, haben wir das. Wer ist das? Den kenne ich gar nicht. Size. Mit einer Sense. Ist natürlich auch ziemlich cool. Da muss natürlich Tempo stimmen. Tempo, ganz geil. Doppelkombo wäre auch richtig fett. Okay. Alles klar. Ich sag dann mal, das war's mit dieser Folge. Ich werde die Leute noch alle gar schön ausrüsten hier. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut und haut rein.